Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und ich dachte, wir unterhalten uns mal wieder live und ungeschnitten hier von der Webcam, wobei live momentan ein bisschen eingeschränkt ist, weil diverse Live-Optionen mir zu umständlich sind, aber dafür ungeschnitten und zeitnah online gestellt. Heute wollte ich mal was durchgehen und ein bisschen quatschen, was mir gerade von unseren Kollegen von Getting Things Done, Great Britain, Ireland, Scotland, Wales und so weiter, da auf den Tisch geflattert ist. Und ich teile mal das PDF. Das gibt es momentan nur als PDF. Ich verlinke dann das PDF entsprechend unter dem YouTube-Video und auf dem Blogbeitrag auf ogok.de, und da kann man das entsprechend sich anschauen. Und zwar haben vor relativ kurzer Zeit die Kollegen von Next Action Associates, also die Leute, die Getting Things Done, die Getting Things Done Produktivitätsseminare geben in Großbritannien und benachbarten Inseln, dass die haben eine kleine hier im Juni eine kleine Umfrage rumgeschickt. Und zwar primär unter den Leuten, die in ihrem Mailverteiler waren, und natürlich angesprochen waren Leute, die Next Action Associates auf ihren Social Media Kanälen abonniert hatten. Und da es in Großbritannien und so weiter und Umgebung eigentlich relativ ähnlich war wie in Deutschland, also Schulschließungen, Lockdown und so weiter und so fort, denke ich, sind die Bedingungen durchaus vergleichbar. Und hier als kurze Zusammenfassung: 72% der Leute haben gesagt, sie müssen sich an neue Arten des Arbeitens anpassen im Homeoffice. Jetzt kann ich gerade mal schauen, ob ich das vielleicht ein bisschen größer machen kann, dann könnt ihr das besser lesen. So, 73% haben gesagt, dass sie lieber von zu Hause arbeiten als im Büro. 76% der Leute haben gesagt, wobei, glaube ich, 81%, ja gut, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber 73% der Leute haben gesagt, 76 haben gesagt, dass Getting Things Done, also diese Methodik, ihnen hilft, ihre Commitments entsprechend, also ihre Aufgaben und Zugeständnisse an irgendjemand andere Leute besser zu tracken. 40% der Leute haben gesagt, dass sie sich im Homeoffice produktiver finden als im normalen Office. Und 2/3 haben gesagt, sie haben dasselbe Produktivitätslevel. Wir sind also bei, also 2/3 wären 66%, dann sind wir bei 76% auch, die sagen, ich bin im Homeoffice entweder gleich produktiv oder produktiver. Also insofern, und unproduktiv sind ja dann nur noch 24%. Das heißt, 40% sind produktiver, 24% sind vielleicht ein bisschen unproduktiver. Da kommt es jetzt darauf an, ob zum Beispiel diese Jobs schon angemessen digitalisiert sind und Workflows. Das ist also ja, interessant auf jeden Fall. So. Die meisten Leute sagen, sie haben ein bisschen zu wenig Sozialkontakt, weil sie zu Hause sind, aber andererseits freuen sie sich, dass die Fahrt zum Job wegfährt. Also wenn man denkt, dass manche Leute 2, 3 Stunden am Tag nur hin und her gondeln zwischen zu Hause und Arbeit. Gut, man hat dann vielleicht noch ein bisschen Zeit, wo man dann einkaufen gehen muss, wenn man sich nicht alles liefern lässt. Aus den USA habe ich sogar gehört, dass manche Leute sich kein Essen liefern lassen aus Angst vor Ansteckung. Ja, kann man machen. In den USA würde ich es vielleicht auch so machen. Aber Freiheit und Flexibilität, was manchmal natürlich dazu auch führt, dass manche Leute dann länger oder mehr arbeiten. Aber der Vorteil war auf jeden Fall, man muss hier nicht lange hin und her fahren und so weiter. 2/3 der Antworter haben keinen Nachteil gesehen in virtuellen Meetings. Im Vergleich zu physischen Meetings, vielleicht aus eigener Erfahrung kann ich sagen, manche Leute hatten wirklich das Problem, dass sie bei virtuellen Meetings auf die Sekunde dann den Hammer fallen lassen mussten, um in ihr nächstes Virtual Meeting zu kommen. Also das ist durchaus, war dann durchaus so ein Stresspunkt. Das ist jetzt einfach nur mal das Inhaltsverzeichnis, da möchte ich jetzt gar nicht so viel drüber eingehen. So, und also 89% der Befragten haben gesagt, ja,
Sie machen gerade Getting Things Done, also folgen gerade dieser Methodologie. Klar, die 11%, die konnten dann auch nicht sagen, ob GTD ihnen hilft. Also diese, ich glaube, 76% waren es gerade, die gesagt haben, GTD hilft mir da. Das ist ja relevant. So, und das durchschnittliche Erfahrungslevel war bei 3,7 auf einer Skala von 1 bis 5 und 5 fortgeschrittene und 1 ziemlich grundlegende. Also 63% kann man sagen, hatten ein höheres Level von Experience mit GTD. Und eben, das war die Geschichte GTD, 86% der Leute haben gesagt, GTD hilft mir, in dieser neuen Umgebung besser zurechtzukommen. Sorry, bei diesem, also ich stelle fest, dieses Durchscrollen durch, man sieht hier, Durchscrollen durch PDFs ist jetzt nicht die ideale Videomethode, aber ich habe es jetzt halt gerade einfach erstmal nur so. So, und dann jenseits der 76%, die gesagt haben, eben ich kann meine Commitments hier, meine Zugeständnisse besser tracken, haben 56% gesagt, ich weiß, wo die Sachen sind, also alles hat seinen klaren Platz, alles hat klare Grenzen. 52% haben gesagt, ich kann mich zur richtigen Zeit auf die richtigen Sachen fokussieren. 46% haben gesagt, ich habe einen klaren Kopf und einen ruhigen Fokus. 36% sagen, ich kann meine Zeit gut managen. Nochmal 36% sagen, mein GTD-System ist robust und verlässlich. Also ich muss zugeben, dass jetzt in der Corona-Situation mein System auch nochmal besser geworden ist. Also ich hatte ein bisschen gestörtes Verhältnis zu manchen Papierdingen, die da rumgeschwirrt sind, und das ist deutlich besser geworden. Der Grund, warum hier manche Felder verschiedene Farben haben, ist, das Blaue sind die Kontrollelemente, das Graue sind die Perspektive-Elemente, also da, wo es um zukünftige Ziele geht, und Kontrolle heißt so Workflow im Griff behalten. Also man sieht, dass die Kontrolle-Sachen deutlich nützlicher waren, also den Workflow aufrechtzuerhalten, weil bei den Zielen, ich glaube, die Ziele haben da ein ziemliches Gewabere erzeugt. Jetzt versuche ich gerade mal zu schauen, ob ich das nicht sogar hier in Vollbildmodus schalten kann. Dann kann man das hier vielleicht noch viel besser sehen. Dann kann man nicht unbedingt mal schauen. Das nützt nichts. Ne, das nützt nichts im Vollbild. So, gut. Also man sieht, GTD war hier verhältnismäßig nützlich. Das gilt natürlich, wie ich sage, wie ich immer wieder sage, für die meisten Situationen, wo Dinge im Wandel sind, wo Dinge sich schnell ändern und so weiter und so fort. Da ist GTD verhältnismäßig nützlich. 85% der Antworteten arbeiten von zu Hause, und manche arbeiten ausschließlich von zu Hause, manche arbeiten primär von zu Hause, nur 10% arbeiten gar nicht von zu Hause, 3% waren arbeitslos, und 1% war, wenn ich das richtig kenne, das englische Wort, sozusagen in Kurzarbeit. 40% fühlen sich eben im Homeoffice deutlich produktiver. Da müssen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen Minus hier wieder machen, so, ja. Aber immerhin 72% sagen eben gleich oder gleich produktiv oder produktiver. Und wenn wir das aber dann auf die 100% aufrecht, kommen wir dann auf die 76%, die wir vorhin gesagt haben. Also hier, was ist schwierig im Homeoffice? Ja, also kein sozialer Kontakt, zu viele virtuelle Meetings. Ich hatte den Effekt auch, dass ich abends zu meiner Frau gesagt habe, ich kann einfach nicht mehr sitzen, ich muss jetzt entweder spazieren gehen oder ins Bett, weil ich irgendwie nicht mehr auf meinem Allerwertesten sitzen kann. Unter anderem, weil alle Telefonate dann eigentlich Videotelefonate waren, und normalerweise renne ich während Telefonaten immer durch mein Zimmer und so weiter. Dann Leute konnten nicht mehr abschalten, haben mehr gearbeitet, zumindest mehr Stunden. Work-Life-Balance war schwieriger. Managing Parenting and Schooling. Also man kann eben wirklich sagen, die Corona-Situation war für viele natürlich nicht
die Vorbild oder die Standardsituation von einem echten Homeoffice oder man muss vielleicht sagen Work from Home, weil Homeoffice heißt ja, ich habe wirklich im Home ein echtes Office, so wie ich ein echtes Büro habe, was abgeschlossen ist von der Wohnung, was sogar ein Stück entfernt ist von der Wohnung, also ein paar Sekunden im Anbau und so weiter. Aber die meisten mussten ja in der Tat ihre Eltern und im Zweifelsfall Hilfslehrerrollen hier noch ausfüllen. Und das war natürlich schon schwierig und mussten eben den Fokus viel häufiger wechseln und so weiter und so fort. Manche hatten eben keinen ordentlichen Arbeitsplatz, Equipment hat gefehlt und so weiter und so fort. Also kein Problem hatte nur 9%. Und auch hier bedeuten die Farben so eine bestimmte Zuordnung zu verschiedenen Arbeitsbereichen. Also man kann sozusagen sagen, der soziale Faktor, der kommt da entsprechend stärker rein. Hier erklären sich die Prozentzahlen auch dadurch, dass Mehrfachantworten möglich waren. So, positive Aspekte, hauptpositiver Aspekt, keine Fahrt zur Arbeit, keine Pendelei und so weiter. Also von einem Menschen, der hier im Ort, der ist Pharmareferent, die waren auf 100% Kurzarbeit und haben Fortbildungen gemacht. Ich weiß nicht, wie das inzwischen ist. Ich denke mal, er kann jetzt wieder durch die Gegend fahren, aber ansonsten ist er halt immer on the road. Mehr Flexibilität, kein Pendeln, mehr Zeit mit der Familie, dadurch, dass natürlich die Pendelzeit wegfällt. Viele haben mehr geschlafen. I can get up later, immerhin 3%, die von den Kindern nicht geweckt wurden. Also da gibt es eine ganze Masse negative Aspekte. Wenn ich zu Hause bin, muss ich mich auch mit der Familie und im Zweifelsfall eben mit dem Homeschooling beschäftigen, aber die Leute vermissen sozusagen die sozialen Aspekte des Arbeitens, zu viele virtuelle Meetings und so weiter. Aber 13% haben eigentlich auch gar keine, haben eigentlich nicht gesagt, dass das Schlimmste ist, irgendwas davon. Klar, wenn der Wohnort der Arbeitsplatz ist, dann kann man eigentlich so auch schlechter abschalten. Ne? Was haben wir noch? 73% mussten sich hier anpassen. Vor allem die Videomeetings waren ein Effekt, also an manchen Orten waren Headsets und Videokameras ausverkauft, selbst online hat man keine mehr gekriegt, man hatte insgesamt mehr Meetings, weil natürlich der informelle Austausch, wenn das nicht etabliert ist, da schwieriger ist. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt plötzlich in der Tat zwei Gruppen von Leuten, die mit mir per Slack sich austauschen. Das war bei mir vorher nicht der Fall, da ich jetzt weniger in so einem Slack-typischen Arbeitsumfeld habe und meine Kunden normalerweise sowas eben nicht benutzen. Manche mussten eben sich auf neue Apps und sowas einrichten. Wie sieht es jetzt aus? Obwohl Videocalls negative Aspekte waren und überhandnahmen, ist 29% dennoch lieb, mal wieder ein Gesicht zu sehen. 23% nutzen eben diese Chat-Plattformen wie Slack und Microsoft Teams. E-Mail 22%, Phone Call 19%. Anrufe, wenn die nicht terminiert sind, finde ich auch sehr unterbrechend. Also ich finde das immer schwierig. Normalerweise klingelt mein Telefon nur, wenn ich mit jemandem einen Termin habe. Kürzlich hat mich einer zur Akquise angerufen und er hat sich überhaupt nicht damit befasst, was ich so mache und wollte mir irgendwelche Videoservices anbieten. Also das mag zwar nicht 2000% professionell sein, wie ich das hier mache, aber es ist, finde ich, ganz gut genug. Also vielleicht dazu gerne ein Feedback. Und obwohl eben Working from Home einige negative Aspekte hatte, arbeiten die Leute doch lieber von dort. Die Teams waren interessanterweise entweder gleich oder mehr effektiv, also zu 69% waren sie entweder gleich oder gleich effektiv oder effektiver und nur zu 29% entweder weniger effektiv oder
Passt nicht, also ich habe wahrscheinlich auch passt nicht angezeigt, weil ich halt in dem Sinn kein Team habe und mit allen Menschen, mit denen ich kollaboriert habe, ohnehin sozusagen aus dem Homeoffice, also nicht aus einer gemeinsamen Office-Situation heraus interagiert habe. Spricht also hier alles eigentlich dafür, das Homeoffice zumindest als vielleicht sogar übermäßigen Teil des gemeinsamen Arbeitens beizubehalten. Dann auch interessant, virtuelle Meetings versus Face-to-Face-Meetings. Viele haben gesagt, es ist mehr effektiver, vielleicht auch, weil man mehr E-Mails nebenher beantworten kann. Ich weiß es nicht. Also insgesamt 72% haben gesagt, effektiver oder gleich effektiv und nur 36% haben gesagt, weniger effektiv. Wenn man jetzt noch wüsste, wie viel effektiver oder wie viel weniger effektiv, dann ja, vielleicht nicht schlecht. Also ich fand es zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, dass manche Leute es total schwer haben, bei einem virtuellen Meeting einen Satz dazwischen zu kriegen, weil sie einfach dann nicht entweder im Chat oder sonst wo schreiben, ich will was sagen, oder weil sie nicht einfach mal sich eine Stelle raussuchen, da zu sagen. Also das sind vielleicht einfach Menschen, die ein bisschen zurückhaltender sind oder so. Das scheint mir eine Schwierigkeit zu sein für manche Leute. Ich weiß nicht, ob das dann sowas war, wo im realen Meeting man einfach reihum was abgefragt hätte oder so, schwer zu sagen. Also ich glaube, virtuelle Meeting brauchen gute Moderatoren, glaube ich. Und vielleicht auch Leute, die nur die Moderatorenrolle haben. Das ist vielleicht, ja. Also hier geht es noch um Online-Lernprogramme, weil wir unter anderem die Getting Things Done-Seminare durchaus auch virtuell anbieten. Da habe ich gestern erst an einem teilgenommen. Ich fand das eigentlich ganz gut gelöst. Alles ist natürlich auch immer optimierbar und so wie man ein Seminar eigentlich dauernd optimiert, kann man auch ein virtuelles Seminar dauernd optimieren. Da wird sich, denke ich, auch noch einiges tun. Und dann geht es einfach hier um Lernen. Das fand ich jetzt für unser Thema nicht ganz so spannend. Generell, also ich habe, die meisten Leute arbeiten langsamer und haben mehr Space im Sinne von mehr Raum, um sich zu entfalten. Also ich muss zugeben, so die ersten 2-3 Monate im Lockdown war ich doch ziemlich am Rotieren. Das hat sich jetzt inzwischen ein bisschen normalisiert. Aber am Anfang musste ich halt sehr, sehr viele Dinge umstellen und habe auch geschaut, dass mein Selbstmarketing ein bisschen hochgeschraubt habe und habe auch ein bisschen andere Vernetzungsstrategien jetzt angewendet und so. Aber für die meisten war es entweder gleich oder langsamer, also für nur knapp 30% mehr und für 68% entweder gleich oder verlangsamt. Die meisten Leute haben ein bisschen mehr Freizeit, 25%, ein Viertel hat weniger Freizeit. Wenn man das bedenkt, also das heißt, die Commute-Zeit wurde bei 25% der Leute sozusagen aufgefressen oder sie haben beim Commuten bisher auch schon drum telefoniert. Bei den meisten hat das Arbeitsvolumen zugenommen, klar, weil viele Umstellungsdinge zu machen waren, aber bei immerhin 53% hat es entweder abgenommen oder ist gleich geblieben. Da wäre jetzt wieder interessant, um wie viel hat es zugenommen, das ist eine interessante Frage, aber das ist jetzt ja auch keine soziologische Studie. Stresslevel ist bei 3, also das heißt, ist im Wesentlichen gleich geblieben, aber ein gewisser Überhang, Moment, muss ich ausrechnen, 29 zu, ah nee, stimmt nicht, 6, 7, 35, ist das richtig? Ja, 35% sagt gestresster, 29 sagt, nee, stimmt gar nicht, 31% sagt weniger gestresst und 39% sagt mehr gestresst, aber im Schnitt läuft es auf selbe raus. Also das Stresslevel hat nicht arg viel zu oder abgenommen, aber wir haben jetzt hier auch natürlich 81% GTD dabei. Ja? Relationship hat Beziehungsqualität hat leicht zugenommen. Klar, man ist mehr Abende zu Hause. Im Idealfall, wenn die Beziehung grundsätzlich okay ist, führt das nicht dazu, dass man sich gegenseitig an die Gurgel geht. Und die Schlafqualität hat auch leicht zugenommen. Ja,
Und im Schnitt zumindest, ansonsten deutlich, würde ich jetzt sagen, ja, 20-30% sagt, sie schlafen jetzt besser, und nur 21% sagen, sie schlafen schlechter. Das weiß ich nicht. Ich habe dann mal festgestellt, dass ich mal in so einem Networking-Chat gefragt wurde, wie viele Stunden ich schlafe, habe ich mal auf meinen Sleep-Tracker geschaut, was ich sonst nicht so oft tue. Und der Sleep-Tracker hat dann gesagt, ich hätte fast irgendwie 7,8 oder 7,9 Stunden im Schnitt geschlafen pro Nacht. Im Normalfall schlafe ich, denke ich, weniger, wenn um 6, 6:30 der Wecker klingelt. Da geht es jetzt um generelle Dinge, die die Leute, denen den Leuten irgendwie Sorgen machen. Das könnt ihr euch dann in dem PDF angucken. Das PDF wäre jetzt zu Ende. Ich verlinke es euch entsprechend mit dem Link bei Next Action Associates, sowohl beim Video als auch beim Blogbeitrag auf okok.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr aus eurer Sicht die Ergebnisse kommentiert und mir vielleicht sagt, wo ich vielleicht jetzt beim schnellen Durchgehen vielleicht doch was falsch gesehen habe oder falsche Konsequenzen aus den Dingen gezogen habe. Also mein Grundgefühl und das Grundgefühl der meisten Leute, die Getting Things Done als Arbeitsmethodik einsetzen und als Mindset einsetzen, ist, dass wir uns eigentlich recht gut aufgehoben fühlen, damit in der aktuellen Situation auch, die war ja gut, mathematisch ist sie gerade in Deutschland wieder so schlimm wie, oder statistisch ist sie gerade wieder so schlimm wie im Mai, aber anders als im Mai, denke ich, weil auch die ganzen Systeme besser jetzt eingerichtet sind. Aber dass wir uns insgesamt ganz gut hier eingerichtet haben. Und wenn jemand Interesse hat, sich mit Getting Things Done zu befassen, Fragen dazu hat und so weiter und so fort, 80%, über 80% der Leute, die sich mit Getting Things Done organisieren, sind erheblich oder drastisch zufriedener als vorher. Das hat eine andere Next Action Studie schon ergeben. Und wenn ihr auch erheblich oder drastisch zufriedener sein wollt mit eurem ganzen Leben, dann können wir da gerne drüber sprechen. Gerne eine Mail an og@ogok.de, og@ogok.de oder googelt einfach Oliver Gassner, da findet ihr meine Kontaktdaten. Okay, bis dann. Lebt lange in den Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Ich freue mich über Likes, Weiterempfehlungen und so weiter. Bye, bye.